3 2 1 Herzlich willkommen auf meinem Kanal Moba Show. Tauchen Sie mit mir ein in die Welt der Modelleisenbahn. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Moba Show. Ich freue mich heute ganz besonders, weil heute gibt es eine Premiere. Und zwar, ich bekomme heute zum ersten Mal Besuch. Ein Moba-Kollege besucht mich heute. Und zwar ist das der Ernst Schwarz. Und zwar in der Nähe von Heideheim kommt er. Und der hat auch einen YouTube-Kanal, den blende ich dann noch ein. Und wir werden heute ein paar Stunden hier verbringen bei mir. Und vorneweg, wenn jemand mal auch Bock hat, Lust hat, bei mir vorbeizuschauen, gerne zu mir darf jeder kommen. So, und dann würde ich jetzt sagen, wir steigen ein in den Film. So, hier ist jetzt der Ernst. Vorher habe ich ja schon gesagt, Spur N heißt, gell? Spur N, Ernst Schwarz. Hallo miteinander. Hä? Hallo miteinander, habe ich gesagt. Ja, so, und bevor wir jetzt noch hochgehen in mein Zimmer, wenn wir vorher ein bisschen Weißwurst Frühstück mal, dass der Ernst Kraft sammelt, damit er mal Anlag ablaufen kann nachher. Und der Whisky in der Tasche. Whisky in der Tasche, ja. Ja. Also, wir dann jetzt gemütlich da ein bisschen was essen und dann gehen wir hoch. Bis nachher dann. So, der Ernst, der macht jetzt ein bisschen Aufnahme. Taucher brennt die Firmen halt immer gut. Ist das Absicht, dass jetzt der dahinter steht? Dann ist irgendwo. Dann kann er nicht weiterfahren, weil irgendwo. Das steht auf der Weiche. Nee. Jetzt die ersten 10 Kommentare vom letzten Video. Ja, liebe Leute, es war ein ganz, ganz kleiner Film von Besuch vom Ernst Schwarz, Spuren. Das Problem war, ich habe Chaos gehabt mit meiner scheiß Automatik. Hat einfach nicht so funktioniert, wie ihr wollt. Und ich habe da gar nicht aufgepasst, auch, wo der gefilmt hat oder sonst irgendwas. Und ich bin da gar nicht dazugekommen zum Filmen. Aber wie gesagt, der Ernst hat ja einiges aufgenommen, habe ich gesehen. Und ich habe mir jetzt überlegt, das machen wir so, wenn ihr das sehen wollt, das Chaos, wie das läuft, dann geht ihr auf den Kanal Spur N, Ernst Schwarz, ich blende das hier ein und dann könnt ihr das sehen, der hat da also alles gefilmt, das habe ich gar nicht gemerkt, und was ich da gesagt habe und so, weil wie gesagt, mit der Automatik hat einfach nicht ganz funktioniert. Ist auch so, bei der Automatik, da muss halt alles passen, da muss die Schiene sauber sein, die Kontakte, da müssen die Weiche schalten sauber. Und wenn halt auch mal irgendetwas ist, dann kriegst du mit der Zeit dann auch ein Problem.
Deswegen, was mir auch auffällt immer an den Videos von euch, wenn ihr Zugfahrer macht, man hört ja viel, ihr habt Eidrehen, Rockdrehen und wie das alles heißt, Windigipad, was ich habe und andere Systeme. Aber kaum einer zeigt die Automatik, wenn die Züge fahren. Es würde mich auch mal interessieren, ob ihr auch da ein bisschen Probleme habt, bis das alles funktioniert. Schreibt es mal dann in die Kommentare rein. Das würde mich freuen, zum sehen, was, wie es bei euch ist. Ja, aber wie gesagt, der Tag vorher hat das alles funktioniert, wo ich es probiert habe. Vom Ding her ist gelaufen. Aber es waren halt, wie gesagt, ein paar Mal Kontaktprobleme und immer war, glaube ich, eine Weiche nicht geschaltet gewesen. Und durch das mit dem Diskutieren, Reden und Zeigen, habe ich da nicht aufgepasst, gehe da auf der anderen Seite, dass da, wie gesagt, ein Zug in eine andere Gleise reingefahren ist. Dann hat es auch Crash gegeben. Aber so ist es halt bei diesen Sachen. Manchmal denke ich halt auch, wäre es besser, wenn ich das gar nicht hätte, aber man hat es halt gekauft einmal, gell. Ja, also, auf jeden Fall, ich darf mich bedanken fürs Zuschauen, dass ihr auf meinem Kanal wart. Und wie gesagt, geht auf den Kanal von Ernst Schwarz und dann könnt ihr das sehen, was da so alles abgegangen ist bei mir. Ich habe selber drüber lachen müssen über mich, weil ich da alles gesagt habe. Aber wie gesagt, ich habe das auch nicht gemerkt. Also dann nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, Ade, auf Wiedersehen.